Goodbye, my lover. Goodbye, Glitzer. Per EU-Beschluss seit dieser Woche verboten. Aufschrei bei allen Glitzer- und Glimmer-Fans, auch bei den Night Queens kurz vor ihrem Auftritt in einem Frankfurter Hotel. Ich kann mein Leben ohne Glitzer, Farbe und Glanz überhaupt nicht vorstellen. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir es uns irgendwie selbst aus Alufolie schreddern. Jens und seine glamouröse Verwandlung zu Jessica Walker. 2 Stunden Schicht für Schicht. Es sollen ja später auch die Zuschauer in der letzten Reihe sehen können, wie es glitzert. Jetzt ausgeglitzert. Ich habe ja meine bestimmten Läden, wo ich meinen Glitzer und meinen Schimmer bekomme und habe mich ja natürlich eingedeckt. Hamsterkäufe beim Glitzer. Der Mikroplastikverursacher Nummer 1 bleibt hingegen erlaubt. Mengenmäßig ist natürlich der Reifenabrieb jetzt eine andere Hausnummer als beispielsweise kosmetisches Mikroplastik. Darum geht's. Mikroplastik sind Kunststoffschnipsel unter 5 mm. Zu finden unter anderem in Kosmetik, Kleidung, Reinigungsmittel, Spielzeug, Medizin, Pflanzenschutzmittel oder Kunstrasen. Außerdem entsteht Mikroplastik durch den Abrieb von Autoreifen. So gelangen jedes Jahr 3,2 Millionen Tonnen Mikroplastik in die Umwelt und damit in Flüsse, Meere und unsere Körper. Pro Woche und Mensch sind es etwa 5 Gramm. Das Gewicht einer Kreditkarte. Jetzt also schiebt die EU-Kommission diesem Mikroplastik einen Riegel vor, nach 7 Jahren Diskussion. Neben losem Glitzer sind vom EU-Verbot alle Kosmetikprodukte betroffen, denen Mikroperlen zugesetzt wurden. Klingt nach leeren Regalen. Von wegen. Die Drogeriemarktkette DM auf Max-Nachfrage. Das in der neuen EU-Verordnung getroffene kurzfristige Verkaufsverbot betrifft in unserem Sortiment nur Artikel, die Mikrobeads sowie losen Glitter enthalten und betrifft somit sehr wenige Produkte. Bei den Mikrobeads handelt es sich um die Plastikpartikel, die früher in Peeling- oder Reinigungsprodukten enthalten waren. Das EU-Verbot betrifft auch Bastelartikel. Max bei Vohwinkel in Frankfurt. Glitzer zum Basteln, Glitzer-Tattoos, Glitzer-Schleifen. Vom Verkaufsverbot seiner Glitzerartikel hat Geschäftsinhaber Sascha Gleisner von seinem Lieferanten erfahren. Das war für uns als langjährigen Fachhändler natürlich eine ganz, ganz komische Situation. Wir konnten damit erstmal nichts anfangen und dachten, es ist ein April-Scherz. Und wir verkaufen seit über 50 Jahren Glitzer mit gutem Erfolg. 20% seines Umsatzes macht er mit den Glitzerprodukten. Alles vorbei. Nur das, was er noch auf Lager hat, darf er verkaufen. Es muss ein Nachfolgeprodukt auf den Markt kommen, was auch, sagen wir mal, diese ganzen Umweltkriterien erfüllt und dann wieder in Verkauf kommen darf. Das wäre für uns ganz wichtig. Alternativen gibt es schon bei Kunstrasenplätzen. Kicken ist derzeit nicht in Fritzlar. Gerade wird hier ein neuer Kunstrasenplatz gebaut. Sie haben schon in der Planungsphase nach einer umweltgerechten Lösung gesucht. Vor 2 Jahren war schon klar, Mikrogranulat wird verboten. Bedenken kamen aus unserer Jugend mit der Umweltbelastung. Was bedeutet ein Kunstrasen? Wie sieht das Ganze aus? Und da kamen auch die ersten Anliegen unserer Jugendspieler. Mensch, da müssen wir ein bisschen was machen. Das Plastikgranulat, das ist nicht ganz so sauber. Statt Mikroplastik gibt es jetzt einen Rasen mit Kies und Kork in Fritzlar. Sicher eine Alternative, sagt Wissenschaftler Ralf Bertling. Er hat am Fraunhofer Institut für Umwelt in Sachen Kunstrasenplätze und Füllmaterial geforscht. Die Einstreu haben wir uns angeschaut, haben geschaut, in welchem Größenbereich die vorliegt, haben auch festgestellt, dass das Material selbst auch durch den Spülbetrieb abreibt und kleiner wird. Und dass im Grunde aus einem ursprünglich 2,5 mm Partikel im Durchmesser nachher auch Partikel sein können, die weit unter 100 Mikrometer klein sind. Die Folgen für die Umwelt? Bei einem 7000 Quadratmeter Platz werden 3 Tonnen Mikroplastik frei. Und das verteilt sich. Es kann in Gewässer, Boden oder Luft verfrachtet werden. Es hängt von der Partikelgröße ab. Ganz, ganz feine Partikel, also vielleicht Staub, der durch Abrieb hier entsteht, der kann auch sich in der Luft befinden. Der kann natürlich auch oral, also über den Mund, eingenommen werden.
So werden von den ca. 440 hessischen Kunstrasensportplätzen viele umgebaut werden müssen. Auch eine Preisfrage, weiß Fritzlers Bürgermeister Hartmut Spogart. Die Investitionen für die Stadt belaufen sich auf 1,4 Millionen und wir kriegen 480.000 an Fördermitteln aus dem Landestopf. Und das hat uns die Entscheidung noch mal erleichtert. Trotz Mikroplastikverbot, es gibt nicht nur für den Umbau der Kunstrasenplätze Übergangsfristen. Auch beim Pflanzenschutz, Umsetzungszeitraum bis 8 Jahre. Kosmetik 4, 6 oder 12 Jahre. Reinigungs-, Dünge-, Arzneimittelhersteller haben 5 Jahre Zeit. Zurück zu Wissenschaftler Ralf Bertling. Wir sind mit ihm auf der Straße. Er kratzt den größten Mikroplastiksünder vom Asphalt, Reifenabrieb. Der Reifenabrieb ist so die größte Quelle von Mikroplastik, die wir heute kennen. Für Deutschland kann man es ungefähr abschätzen. Das sind je nach Schätzung zwischen 80.000 und 120.000 Tonnen im Jahr. Keine Konsequenzen beim Reifenabrieb. Warum zuerst das Verbot mit dem Glitzer? Man kann zum Beispiel bei der Kosmetik sagen, wenn ich da jetzt Mikrokügelchen zugebe aus Kunststoff, die kann ich einfach wieder rausnehmen und kann die durch Sand oder durch andere Materialien ersetzen oder auch durch biobasierte, biologisch abbaubare Pendants ersetzen. Das ist beim Reifenabrieb nicht so ohne weiteres möglich, weil uns im Moment noch die Alternative fehlt. Zurück zu den Night Queens. Auch bei ihnen siegt am Ende der Umweltgedanke. Ich glaube, man hätte woanders anfangen können und nicht uns das schöne Glitzer nehmen. Aber natürlich ist es fair, etwas für die Umwelt zu tun.